Gegen Thailand zu spielen ist immer super schwer, weil sie so viele merkwürdige Kombinationen spielen und echt verrückte Sachen machen. Aber wenn man öfter gegen die spielt, kann man sich relativ gut darauf einstellen. Wir spielen jetzt nicht so oft gegen sie, deswegen ist es relativ schwer immer. Ja, wir sind gerade echt in einem guten Moment. Wir gehen einfach mit Mut, wir haben Spaß beim Spielen. Wir hatten letzte Woche ein paar Spiele, die wir echt sicher spielen mussten. Jetzt können wir einfach frei aufspielen und es läuft im Moment echt super. Ja, im Moment versuchen wir erstmal als Mannschaft zusammenzuwachsen und irgendwie wieder ein neues Team aufzubauen. Und wir haben ja auch noch ein paar ältere und erfahrene Spieler und ich denke, dass die Kombination zwischen den Alten und Jungen im Moment sehr gut funktioniert. Und natürlich denkt man dann auch, ja, wir können hier echt was für die Zukunft schaffen. Hey Leute, vielen Dank für eure Unterstützung. Wir hoffen, ihr drückt uns weiter die Daumen. Morgen Abend geht's gegen Polen.